Torschütze zum 0 zu 1 für die Erdachse Einzingen, Michael Groß. Torschütze zu 0 zu 2 für die Erdachse Einzingen, Michael Groß. Unter der Überschrift Einzinger gewinnen Premierenturnier berichtet die Mitteldeutsche Zeitung am 6. Juli über das erste Freizeitturnier in Niederöpplingen. Die Kicker von Erdachse Einzingen waren jedenfalls so gut aufeinander eingespielt, dass sie die einheimischen Mannschaften trotz Heimvorteils besiegten und den Kasten Bier in Empfang nehmen konnten. Auf Platz 2 kam der erste FC Bauwagen und über Platz 3 freute sich die zweite Mannschaft Alte Herren aus Niederöpplingen.